Joho, ihr Landratten und herzlich willkommen bei Thief of the Süßes of Süßes. Zu den jetzt üblicherweise gespielten Piratenspiel, was ja glaube ich für fast jeden das Player gespielt. Wir haben gerade schönes Wetter. Und müssen wir gucken, was wir hier nochmal schnell mitnehmen können. Ja, also ich spiele das jetzt in der Singleplayer-Variante. Man spielt dann trotzdem mit oder gegen andere Spieler. So. Ich gucke mir mal gerne erstmal so ein paar Materialien ein, die man gut brauchen kann. Wie sowas zum Beispiel. Dann nehmen wir mal unser kleine Schaluppe und lagern die Sachen mal ein, die wir mit haben. Oh, wir haben hier Wasser drin. Warum? Warum ist hier Wasser drin? Wir sind noch nicht mal losgefahren. Hier ist Wasser drin. Warum? Mal checken, was hier los ist. Also ein Loch haben wir nicht. Das heißt, es muss geregnet haben. Also ja, wenn man so eine kleine Schaluppe fährt, die läuft schon voll bei Regen. Da ne, einmal die schnelle Q-Taste gedrückt, den Eimer gegriffen und weg mit dem Messer. So. Einmal rein machen hier und dann wird das schon gehen. Ne? Wir können das schmeißen, das ist egal. So, ist trocken. Alles klar. Das war's schon. Okay. Ich sehe Gespenster. Alles klar. Wir laden auch die Kanonen hier schnell mal eben. Zack. So, ich behalte Kanonenkugel auch gleich in der Tasche. Ich weiß nicht. Was da für ein Wetter wird. Was habe ich denn für Quests noch in der Tasche? Ich habe hier so kein Quest mehr offen. Wie sieht es hier aus? Hier kann ich noch ein paar Leute in den Killagenten sammeln. Schätze. So, findet auf dieser Goldjungseefahrt das Gold eines unbedeutenden Piraten. Naja. Das ist ja dann. Und dann sollen wir noch Hühner hier fangen. So. Verschiffe auf dieser Handelsfahrt eine Lieferung an einen lausigen Kunden. Machen wir die Hühner oder die Gold? Diese Dinger bringen nicht viel Geld. Ne? Das ist ja. So. Die Fahrt abstimmen. So. Wir sind alleine. Wird spannend. Oh, wir wählen mal das Ankerlicht. So. Und nachher machen wir die Hühnerfahrt. Und wir könnten da die Augen machen, ne? Gleich direkt. Ach, egal. Wir machen jetzt erstmal. So, wir haben hier die legendäre Karte. Müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Hier kann ich schon mal leicht Segel setzen. Ich fahre extra wenig, damit wir nicht so viel Fahrt aufnehmen. So. Und dann fahren wir mal nach Nordosten. So, der Mond ist zu sehen. Guck mal. Schön. Ja. Grafik ist hier Comic-Style gehalten. Und. Ja, sieht aber trotzdem schön aus hier. Das Wasser, also ich finde das Wasser sieht lebendig aus. Gisch und alles. Ja, der Wind ist zu sehen an diesen vielen Strichen am Himmel. So. Okay, das wollte ich jetzt mal gucken, wo wir jetzt das Boot hin müssen. So, ganz grün sehen wir auch die Namen der verschiedenen. Genau, ach, ist nur eine Insel, wunderbar. Müssen wir diese Insel finden. Mal gut einprägen. Sieht aus wie eine Ente ein bisschen. Das ist die hier. Wir müssen direkt im Prinzip. Das ist sie. Das ist nicht weit weg. Das ist direkt die hier. Long Call. Alles klar. Das heißt, wir müssen jetzt direkt nach Osten. Nach Osten. Nach Osten, nach Osten. Auf geht's. Auch nach Osten. Und das ist die da drüben gleich. So. Okay.
Muss man den Schatz suchen oder eine falsche Taste? Ah ja, Q kann ich eben auswählen, das habe ich schon erwähnt. Hier mein Equipment, was ich so in meine Tasche trage. Dann nochmal F zusätzlich drücke und die Q gedrückt halte, habe ich dann noch zusätzlich Items, ne, Musikinstrumente, mein Becher, einen Schluck trinken kann hier. Prost. Das ist übrigens mein dritter Versuch aufzunehmen, glaube ich. So. Und über die Zahlentasten kann man direkt auf die Waffen zugreifen. So. Was wollte ich noch? Achso, ja. Man kann das Segel effektiver machen, indem man das in den Wind dreht. Gut, jetzt haben wir ein bisschen Pech. Der Wind kommt von vorne. Das hier nicht so richtig. Ja, wir werden uns ja weiter aufschlagen. Alter. So, was brauche ich noch? Irgendwas wollte ich noch machen. Ich hab vergessen. Achso, ich wollte gucken, ob wir jetzt nach einem Schatz suchen müssen oder Skelette töten müssen. Wir müssen zwei Schätze suchen. Oh, okay. Nee. Mal gucken, wie wir jetzt die Insel uns nähern. Welcher Seite? Von der Sandküste. War noch Zeit, ne? Dann können wir mal kurz runtergehen. Dann bringen wir uns das mal hier ein bisschen dichter ran. Aber wir nähern uns eigentlich fast von der richtigen Seite. Das ist gut. Am Strand soll es da sein. Da. Genau. Herrlich. Ja. Ich bin nur kein Fan davon, am Abend da ran zu gehen. Okay. Okidoki. Zwei Schätze. In der Regel werden sie von Skeletten bewacht. Wenn man so allein unterwegs ist, ist natürlich ja, nicht so lustig, als wenn man das zu zweit oder zu viert macht. Zu viert natürlich noch besser, kann man gleich die große ist das eine Kocke? Ah, vier Segel, drei Segel, glaube ich. Naja. So, wir werden schon mal beidrehen ein bisschen. Jetzt halt beidrehen. Dann werden wir hier gleich anlegen. Und dann gleich. Zack. So. Hopp. Bitte gern. Was ich unbedingt noch machen muss. Die Lichter müssen aus. Ich hatte zwar Dunkelheit, aber das Problem ist, wir leuchten in der Ferne wie so ein Leuchtturm. Da sind ja da hinten die Stadt. Ja, Insel. In der Stadt kann man es ja nicht nennen. So. So leuchten wir auch. Und deswegen müssen wir es ausmachen. Weil wir haben sehr viele Interessenten, die uns einfach abschlachten wollen oder das Schiff versenken. Einfach nur zum Spaß. Wir haben wieder Wasser drin. Hier habe ich Wassergeräusche. Das Licht lasse ich immer an. Das sieht man noch von weitem nicht. So. Wir können den Tag abwarten, bis es Tag wird. Oh, was soll's. So, gucken wir mal rauf. Wo soll das sein? Einmal direkt am Strand am Felsen. Das müsste da sein. Okay. Auf geht's. Soll's. So, wenn man Shift-Taste drückt, beschleunigt man seine Bewegung auch im Schwimmen. So. Da an dieser Felsen, hier an der Spitze des Felsen sollte es sein. Okay. Bisher haben wir noch keine Besucher. Okay, hier ist schon mal nichts. Muss aber hier irgendwo sein. Hier. Auch nicht. Soll doch hier sein. Nein, da jetzt nicht. Nochmal auf die Karte gucken. Man kann er nicht reinzoomen, ne? Nein, man kann nicht reinzoomen. Das muss aber hier irgendwo sein. Ich mache es, wie gesagt, ungern in Dunkel. Dann hier vielleicht? Hier ist so weit weg. Jetzt nicht? Muss er hier irgendwo sein, verdammt. Ah, da ist er ja. Kommt Skelettus? Rico kommt mit Skelett. Kommen wahrscheinlich gleich. Ja. In diesem Spiel kann man nicht, sich nicht wesentlich verbessern, indem man viel Geld macht. Man tut man anfangs schon, also
eine oder andere Waffe, die du dann besser kaufen kannst, aber dann ist es vorbei. So, jetzt können wir das nicht aufnehmen. Dann bringen wir das zum Schiff. Wir wurden gar nicht gestört von Skeletten. Das wundert mich so ein bisschen. Aber es gibt noch die Möglichkeit von Haien gestört zu werden. Dann soll es ja noch ein riesen Tentakelwesen geben hier in der Krake. Krake. Haben wir noch nicht gesehen. Haben wir noch nicht einmal gesehen. So ein leuchtender grüner Himmel. Interessant. Ich hoffe, wird da nichts Schlechtes. So, wir bringen es mal unter Deck. Ich pack's hier in der Mitte, sonst steht die Kiste nachher beim Löcherflicken im Weg. Okay. Wie sieht's aus? Falsche Taste. So. Die nächste Kiste ist bei den Büschen dort drüben. Ja, mal gucken. Büsche, bei den Büschen. Bei welchen Büschen wird das sein? Muss da sein, ne? Was meint ihr? Okay, mal rüber. Gehen wir nochmal rüber und gucken, was da ist. So. Aber ist nicht schlimm, wenn man stirbt. Man spawnt immer auf dem Schiff. Sofern das nicht versenkt wird. So, mal schauen. Wir haben hier so eine grüne Insel. Ich glaube, es müsste hier sein. Hier, Schweine. Oh. Das hat sofort geklappt. Fahrt abgeschlossen. Ich wollte nur die Kisten finden. Interessant. Das ist geil. Komm, ich verkaufe sie trotzdem. So. Ich hoffe. Letztes Mal wurde ich von zwei überfallen an der Außenposten. Das ist natürlich sehr schäbig, dass Susu zu zweit ist und dann einen anderen Spieler, der sich eigentlich friedlich verhält, direkt zu überfallen. Deswegen habe ich mich jetzt eigentlich auch ziemlich weitgehend abgewöhnt, irgendwie friedlich zu sein. Ob die Insel noch irgendwas hat, was man brauchen kann. Moment, jetzt will ich meine Taschen auch ausleeren, wie zum Beispiel... Nein, Banane wollte ich jetzt nicht haben. Ich wollte sie einladen. So. Hier Holz zum Beispiel. Holz, Holz, Holz. Ich werde das Holz hier einlagern. So, zack. Und dann meine Kanonenkugel hier einlagern. Die kommen oben hin. Kanonenkugel einlagern. Hier. Kanonenkugel, Kanonen, zack. So. Eingeladen. Jetzt gucken wir, ob wir was in den Fässern finden. Auf der Insel. Okay. Auf gut. Finden wir sonst noch irgendwas, was wir brauchen können? Gucken wir hier erstmal. Was haben wir? Holzbretter? Nehmen wir mit. So. Zack. Dann haben wir Kanonenkugeln. Nehmen wir mit. Oh. Geschichte des nutzlosen Wolfers. Hä? In Englisch, verdammt. So. Ja, kann ich nichts einfach mal in Englisch ist, dafür nicht ausreichen. Dann kannst du lesen. Nicht mitnehmen? Dann kannst du lesen, ich will es mitnehmen. Dann kannst du lesen, okay. Was besser? Oh, voll. Banane nehmen wir auch noch mit, so, zack. Und das Ding können wir auch noch mitnehmen. Das ist ganz hilfreich, wenn man, gegen größere Schiffe kämpft oder hinterhältig ein Schiff versenken will. Ja. Wenn man die Möglichkeit hat, an Bord zu gehen, weil der Gute noch die Schatzkiste sucht. Das hatten wir ja ganz, muss ich ja gemeinerweise sagen, ja, zuletzt bei unserer letzten Mission gemacht, dass wir das im Teamwork gemacht haben. Dass einer an Bord gegangen hat, dieses Ding platziert und in die Luft gesprengt. Und ich an der Kanone gewartet habe, bis er. Achso, bis der Gute kommt und ja, dann haben wir dann. Habe ich den mit der Kanonenkugel lang gemacht. Ja. War nicht nett, aber wir haben seine Truhe bekommen. So. Gemein, ne? Ja, ich weiß. So, wir haben unsere Taschen wieder voll mit Leckereien. Gucken, ob wir noch was finden.
Müssen wir uns irgendwo einen Auftritt machen. Das heißt, ja. Ich habe Angst, dass nicht irgendein Schiff hier uns nähert. Mal gucken. Sendensegel. Das ist ein Strich auf meinem Bildschirm, nein. Weg mit dem Segel, das ist ein Segel. Okay, gleich allergischen Niesen. Das ist ein Segel, ne? Hat auch Beleuchtung an. Ich muss da hinten rüber, ne? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. So. Ich möchte aber die Insel gerne noch weiter untersuchen, ob wir da noch was finden, das wir tragen können. Ich hoffe, hier kommt nichts zu uns. Aber ich bin alleine ziemlich aufgeworfen dann. Okay. Machen wir hier Schönes. Hier oben ist nix. Hier ist noch ein Fass mit. Kanonko, legen wir ihn mit. So. Und sonst haben wir hier nichts weiter. Manchmal kann man noch so eine Truhe finden. Ist hier. Das ist eine Schlange. Die interessiert mich, bringt mir gar nichts. Sie zu töten. Kann sie irgendwie mit Musik besänftigen. Oh, da ist eine Technik. Einfach mal einen Bogen drum. Sonst haben wir hier gar nichts. Holzbretter haben wir jetzt in der Tasche genug. Holzbretter, Holzbretter, alles klar. Nee, ist nichts Tolles. Dann können wir wieder gehen. So, Freischaltung, Güter, was? Hab ich was übersehen? Das wäre hier wirklich. Aha. Bin ich verwirrt. Hab ich alles gemacht? Ah, hier. Über die Insel gelatscht. Hm. Muss ich dich verstehen? Ja, sonst haben wir hier nichts. Hm. Okay. Dann fahren wir nach Hause und bringen erstmal die Truhen weg. Ja, die Items behalte ich erstmal in die Tasche. Holz und Kanonkugel. Kann ich wissen. Muss aber ein bisschen was da. Ein bisschen was davon in der Tasche behalten. Das ist einfach ein Grund. Das ist schneller verfügbar, wenn man damit arbeiten muss. So. So, was ist das? So, zum Glück ist dieses kleine Schaluppe so gebaut, dass man die relativ gut alleine bedienen kann. Das ist alles in meiner Nähe. No. Jetzt fahren wir wieder nach Hause. Fahren wir schneller. Dann kriegen wir das mal so ausgerichtet, dass wir. So. Ich glaube, das ist der Kurs. Muss ja so stimmen. Gleich nochmal auf der Karte nach. Und dann richten wir das Segel nochmal aus. Da ist ja schon was. Ja. Schon mal gut. So, was haben wir hier? Ja, der Kurs stimmt ungefähr. Dann kannst du ja hier nochmal rauszoomen. So, so. Da ist das. Sind wir hier wieder hin? Ja. Doch nicht so viel ein Kreis, ne? Boah, die haben wir erledigt. Guck mal, was ist denn im Kreis? So. Zum Glück zeigt ja Susi die Linien an. Von der letzten Fahrt. Nicht alle. Eine gewisse Zeit bewahrt er die Information auf. So. Und da ist im Prinzip schon dort die Insel. Außenposten. Ja, ich wollte einmal ein Video für euch hiervon machen. Vielleicht stelle ich auch noch das kleine Video von mit meinen Kollegen vor. Weiß ich aber nicht. Das müsste ich ihn erst mal fragen, ob ich das darf. So. Ich werde da wahrscheinlich daraus ein Video machen, ohne unsere Sprache und so. Einfach nur die Action-Sequenzen oder so. Mal gucken. Ich denke, das ist besser. So. Finde ich. So, aus irgendeinem Schiff zu sehen. So, ich lege natürlich am besten dort an, wo die Händler sind.
Also auf der anderen Seite. Also wir haben aus Posten. Achso, ist er hier schon. Ach, hier ist das ja auch zum Anlegen. So, das Segel schon mal ein bisschen raffen. Besser ein bisschen langsamer ranzufahren. Falls wir da irgendwo rauffahren, dann machen wir auch weniger Schaden. Nehmen wir weniger Schaden auf. So. So. Weil das Anlegen muss ich noch ein bisschen üben. Ja, so dicht wie möglich, dass man am besten gar nicht schwimmen muss. Das wäre sehr optimal. Aber es gelingt selten. So. So, hopp, hopp, hopp. So, bitte. Da. Und dann Anker werfen. Hopp, Anker. Halt an, halt an, halt an. Na, das klappt nicht. Zu spät. Zu spät, viel zu spät. So. Checken. Die Lage checken, ich sehe hier sonst keinen anderen. Okay. Wir können unsere Ware liefern. So, eine Truhe auf. Kommt leider nicht auf. Ich muss leider schwimmen. Naja, nicht weit. Zum Glück nicht weit. Laufen kann ich jetzt leider nicht. Wenn man eine Truhe in der Hand hat, kann man leider nicht laufen. Ich habe das mal gehabt, der hat er direkt hier gekämpft und mich von hinten mit Scharfschützengewehr weggebratzt. So. Zack. Okay, glaube ich, kann mir schon eine neue Waffe leisten. Huch, jetzt schleiche ich. Warum schleiche ich denn jetzt? Wenig schleichen. Wir laufen. Hopp, ab ins der Nass. Dann nehmen wir das nächste auch noch mit. Okay. Alles klar. Ja, mit diesem Buch auf der Insel konnte ich jetzt nichts anfangen. Da ist einfach mein Englisch einfach zu ungenügend für. Eigentlich soll das Spiel eigentlich vor Beginn übersetzt sein. Die Beta-Phase ist vorbei und so. Verstehe ich nicht ganz. Aber okay, nützt ja nichts. Haben sie noch was zu fixen anscheinend. Ich hoffe, wir kommen noch ein paar Updates hier hin. So, verkauft. Jetzt holen wir uns eben schnell noch mal ein Vogelkäfig, damit wir diese Vogelmission erledigen können. So. Achso, das muss die Mission erstmal auf den Tisch nageln. Das machen wir mal eben. Okay. Jo. So. Ja, so wenn nicht, musst du so für jeden was erfüllen, um dann eben halt irgendwann mal entsprechendes Ansehen hat. So, wir nehmen das jetzt und bestätigen es. Jetzt holen wir uns den Käfig dazu. Jetzt kann man auch erst einen Käfig kaufen. So. Genau. Aber zack, da haben wir das Käfig. Brauche ich zwei oder reicht einer aus? Zweit kaufen. Hier kann ich den kaufen eigentlich. Das heißt, ich muss schon mal zwei Hühner fangen. Schauen wir mal. Ja, zwei rot gefleckte Hühner. Alles klar. Zwei rot gefleckte Hühner. Das kriegen wir hin. Muss man ein bisschen suchen, aber wir werden auch bestimmt ein paar Truhen finden, oder? Ich positioniere. Ich lege sie hier vorne ab. Was soll ich hier unter Deck packen? Ab. Man kann hier auch unter Wasser schießen, was ein bisschen unrealistisch ist, weil diese Waffen werden mit Hilfe eines mit Schwarzpulver und eines Zündplättchens ausgelöst. Es gibt noch welche Varianten, wo mit Blut ausgelöst wird. Also auf jeden Fall. Beiden tut Wasser nicht gut und sie würde zünden. Ja. Ihr könnt das ja in meinen Kommentaren widerlegen, wenn ihr da ganz anderer Meinung seid. Und
mehr Wissen habe wie ich. Ne? Das ist ja nur gefährliches Halbwissen. So, zack. Da haben wir die beiden Hühnerstiele. Und sind wir noch trocken. Wir sind noch trocken. Und lass mich mal gucken, ob noch ein paar Missionen zukaufen kann. Und eine andere Waffe. Da auch wenn ich schon eine neue Waffe leisten kann. Das geht auch schon noch zum Waffenhändler hin. Wo ist der Waffenhändler? Hier. Eine schicke Waffe hat für uns. Hallo, oh, eine Händlerin. Na, das sieht auch schön aus. Ahoi, ich bin Wendy. Du scheinst richtig gut drauf zu sein. Echt schön, dass du hier bist. Wendy, Angebote des Stöbern nochmal natürlich. Gucken wir mal. Ah, nee, kostet noch mehr. Also mit 7000. Habe ich lange noch nicht. Ich wollte, ne? Das ist egal. Guck mal, wie ihr seht, die Waffen kosten alle gleich. Sehen halt nur anders aus. Ich finde, würde ich natürlich goldene nehmen. Das ist schön. Weil die hier ist auch schön. Ja, mit so einer wurde mit Leute platt gemacht. Ich glaube, ich werde ein Scharfschützengewehr nehmen. Das ist mein Ziel. Darauf wollen wir hinsparen. Tschüss. Kann man eigentlich Mission bei ihr kaufen? Nee, jetzt bei der Mission kaufen kann man noch bei ihm hier. Das können wir eigentlich übrigens mal tun. Angebot? Nee, Goldsammler. Das klingt verlockend. Komme ich an FS Gold? Wie funktioniert Kompanie? Was? Was können wir. Achso, nee, das ist jetzt die Erklärung dazu. Ich lese jetzt nicht alles durch, also. Das habt ihr schon 1000 Mal bei anderen gesehen. Ich meine, ihr könnt das ja. Ich blätter das hier mal so durch. Ihr könnt das ja mal kurz stoppen, das Video, und dann mal lesen schnell. So, Angebote durch. Gott, dann muss ich Angebote stöbern, ne? Da ist das, genau hier sind die. Ich kann es ja nochmal steigern, oder? Nee, kann ich nicht. Schade. Wir sind schon höchsten Level erstmal. Also, wir dürfen, unser Ansehen reicht noch nicht aus. Also nehmen wir uns hier nochmal eine Mission mit. Jo. So. Okay, vorfahren haben wir. Wir können alle drei mitnehmen, aber machen wir nicht. Wir holen jetzt dann noch von den anderen eine Mission. Hier auf einmal von dieser Hexe. Wo ist die eigentlich? Da ist sie. Da machen wir es auch nochmal. Yes. Angebote stöbern. Ja. Auch das hier ist noch nicht gesteigert worden. Jupp, haben wir mal. No. Was haben wir denn da? Gegenstand. Krug der unbedeutenden Seele. Die seelenjämmerliche Skelette werden mit diesem schaurigen Krug deine stetigen Begleiter sein. Hä? Höher geht nicht. Okay. So. Ja, den Kuh kaufen wir später. Alles klar, wir haben ja ein bisschen mitgenommen. So. Alles klar. Und dann kaufen wir nochmal eine Mission von I her, von der Händlerin. Also von den drei muss man die Mission alle erfüllt haben. Ich glaube, 50, Level 50 hat dann, erreicht man dann die Stufe Legendär. So, ich nehme da hier auch noch ein bisschen. Wir können hier auch nicht steigern. Wir können hier nur das unbedingt einen Händler kaufen. Wie gesagt, das Tant, das kann man sich später kaufen. So, das bringt mich jetzt noch nicht echt weiter. Aber die Mission. So, wir haben jetzt genug Missionen in der Tasche. Und dann schauen wir mal, wo wir jetzt hinfahren. Diese Hühnergeschichte, da ist nicht festgelegt, wo man hinfährt. Hoch. Hier hoch. Dankeschön. So. Das wird wahrscheinlich eine episch lange Sendung. Folge. Und auf geht's. Dann drehen wir es um den Wind. Wow. So, was ist hier? Das maximale Effizienz nennen. Das, wo fahren wir denn hin? Eigentlich. Ich denke, wir fahren einfach hier gleich geradeaus. Wir gleich hier diese felsige Insel da hinten. Wurde aus dem Unwetter gerade, ne? Wenn wir sehen, wenn wir uns an der Ostküste näher. Ostküste? Die Westküste nähern, dann muss es gehen. Gehen wir an die Westküste ran. Übrigens, die Mitte kann man nicht hier ran erkennen. Aber das ist die Mitte und man kann. Ganz links und ganz rechts, also ganz Backboard und ganz Steuerboard
ist auch nochmal so ein goldmarkierter Knüppel. Also weiß man genau, das ist dieser eine. Also wenn da ein Anschlag ist, ist dieser oben. Und wenn er mittig ist, ist dieser hier oben. So. Genau. So. Das hilft so ein bisschen zur Orientierung. Also wie liegt der? Ach, da ist auch ein Außenposten. Scharfschützengewehr will ich dann doch schon gern haben. Und das sind ja die andere auch natürlich, aber erstmal das eine. So. Machen wir darüber. Damit wir dann anlegen können. Das Insel. Wenn sich das überhaupt lohnt. Ich glaube gar nicht. Schauen wir mal. Ich hoffe nicht, dass wir so weit fahren müssen und diese goldgefleckten, rotgefleckten Hühner willkommen, ne? Da haben sich jetzt mal keine Hühner. Ich sehe keine Hühner. So fahre die Insel mal. Nee, noch sehe ich keine Hühner. Und manchmal sind sie oben auch. Die würde ich dann natürlich nicht sehen. Okay. Hier nix. Kein Hühnchen. Da sind Hühner, alles klar. Hühner. Ist das Packbord oder Steuerbord? Steuerbord, ne? Das Steuerbord. Oder Backbord. Backbord. Egal. Anker, Anker, Anker. Und das ist Segel, ist ja nicht so. Ich glaube, das sind das Rotgefleckte. Eines ist da. Meine ich zu sehen. So dunkel. Schwer zu dunkel zu erkennen. Ich würde ja gerne auf Tag warten, ne? Aber scheiß drauf. Schnappen uns die Hühner, wenn die nicht passen, wenn sie Druck gemacht haben. So böse. Scheiße. Ja, komische Geräusche. Hey, auf geht's. Auf geht's, auf geht's. Kann Hai hinter uns her? Nö. So. Goldes suche ich nicht. Rotgeflecktes. Rot. Warte mal ab. Was brauche ich nochmal? Schauen wir hier mal. Rotgefleckte Hühner. Rotgefleckte Hühner brauchen wir. Das schwarz gefiederte. Rotgefiederte Hühner. So. Und das weiß. Das sieht schlecht aus hier. Aber wo drei Hühner sind, vielleicht noch ein paar mehr. Schauen wir mal. Was hättest du denn? Goldes Huhn brauche ich nicht.
Oh, das ist praktisch. Oder auch nicht. Noch eins. Ja, deswegen bin ich ungern nachts unterwegs. Und dann noch scheißiger halt mit dem Korb in der Hand. Hier sind keine Hühner mehr. Das sind dieselben, die vorhin, ne? Rotgefiedertes? Ah, das ist ein rotgefiedertes. Eins haben wir schon mal. Herrlich. Okay. Aber die schlimmsten Gegner sind eigentlich immer die, die Online-Spieler. Das sind die meisten. Also die meisten sind feindlich. Also wenn ihr das spielt, richtet euch darauf an. Die meisten, also zu 90% sind die feindlich. Also ich habe bisher noch nicht erlebt, einer irgendwie helfen wollte oder so. Das kannst du vergessen. Nicht erlebt. Meistens ballern sie einen in den Rücken oder versinken in das Schiff. So, auf geht's zum nächsten. Gucken wir 19. Hätte ich gefragt. Ich brauche ein rotes. Ich brauche auch kein Schwein. Brauchst nicht weglaufen. Das hier ist ein goldenes. Brauche ich auch nicht. Noch ein rotes. Hier ist übrigens noch ein Fass. Das nehmen wir auch noch mit gleich. Das machen wir gleich. Ich brauche nochmal ein rotgefiedertes. Das ist ein rotgefiedertes. Na, wo ist denn das hin? Hä? Da. So. Okay. Da haben wir das Rotgefiederte auch. Das hier. Das nehmen wir mit. Um böse Sachen mit anzustellen, kann uns natürlich auch zum Verhängnis werden, wenn einer beim Feuergefecht die Dinger trifft, dann reißt ein großes Loch in das Schiff. Ja. Ja. Da muss man schnell sein mit Holz, Hammer und Nagel. So. Wir ärgern das Viecher nicht. Wir schwimmen über Wasser. Mögen die nicht, unter Wasser zu sein. So. Okay. Dann, oh, dann können wir schon wieder nach Hause fahren. Ey. Haben wir dann schon wieder eine Mission erledigt. Das bringt uns kaum Geld, aber Prestige bringt uns das. Alles klar. Also das Fässchen wollte ich da noch mitnehmen. Wer macht hier Lärm? Ja, was ich noch machen muss, ist Munition. So. So, jetzt holen wir uns das Fässchen noch. Tja, also die können wir leider nicht verkaufen. So, nehmen wir schneller. Oh, ich kann den Titel des Spiels kaum aussprechen. Ich weiß echt. Englische Sprache finde ich schlimm. Irgendwie, weiß ich nicht. Einige Sachen sind ganz easy und in den Deutschen auch ganz stark, aber viele Sachen, oh. Und dann, wenn man dann Engländer sprechen hört, ich verstehe da nichts. Sie sprechen zu schnell dann auch. Ich hatte einfach mal zum Üben auch mir möglichst versucht, möglichst oft News-Nachrichten anzugucken. Das wurde mir vom Englischlehrer empfohlen und das klappt nicht. Das klappt nicht. Die sprechen zu schnell. Ich kann da nicht mitdenken. So. So. Haben wir dieses Fässchen auch noch mitgenommen. Und jetzt bringen wir die Ware erstmal nach Hause. Hier bleiben wir. Das ist hier unser Kriegsgerät. Das bleibt hier. Das wird hier vorne abgelegt. Da vorne wird, dann trifft man selten Kanone hin. Deswegen ist dort der bessere Ort. Der geeigneteste. So, dann legen wir mal ab. Ja. Und sehen wir uns zurück, da wir ja nur gerade ausgesegelt sind. Sind wir ein bisschen um diese Insel herum. Das können wir eigentlich auch hier sehen. Müssten wir sehen? Ja, genau. Aber wir sind schon in der richtigen Richtung. Cool. Das ist krass. Ja, auf geht's. Volle Fahrt voraus. Und wir fahren einfach nur voraus. Einfach geradeaus, dann kommen wir auf unsere Heimatinsel, unser Außenposten. Und da bringen wir die Hühner hin. Ich hoffe, das ist auch die richtige. Das ist eine extra Wünsche.
Pärchen. Aber schönes Spiel. Das ist ganz endlich. Auch alleine ist das ganz nett. Das ist dann, wenn man nicht gerade andere menschliche Gegner hat, ist das dann auch schön entspannt. Mhm. Okay, nix. Jemand am Hafen? Nö. Das korrigieren muss ich, glaube ich, aber doch, ne? Oder? Jupp, ein bisschen mal nach links. Also nach Nordwesten. Aye, Captain Nordwest. So. Ist das dann so dazwischen? Ist das eigentlich Nordwest? Ist das nicht ganz Nordwest? Weiß ich gar nicht. Ach ja, so. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen seefester. Also die Schaukel kann schon einen Sinkrieg machen. Ich denke, mit VR-Brille wäre das, glaube ich, übel, glaube ich. Ich glaube, dann kann es einen doch ein bisschen grummelig im Magen werden. Also bitte. Das ist schon eindrucksvoll, wenn man das auf 27 Zoll Monitor guckt. Das ist schon ganz nett. Stellst du in den höchsten Einstellungen, abgesehen von der Auflösung, ist noch HD, also voll HD. Und sonst alles Maximum. So. Und man kann das, ich glaube, wenn man das Spiel kauft, hat man das automatisch für die Xbox auch. Bin mir nicht sicher. Also, ne? Gefährliches Halbwissen. Und man kann mit Xbox-Spielern spielen zusammen gegeneinander. Meistens ist es hier gegeneinander. Es ist leider so, die Menschen sind so. Ja. Ja, diese Menschen freundlich, hilfsbereit. Ja. Gerade mit Franzosen habe ich ganz schlechte Erfahrungen gerade gemacht. Also die waren sehr widerlich und penetrant. Kann man nicht anders sagen. Gibt es ja immer diesen Totenkopf am Himmel. Ob ich das bei irgendwie YouTuber habe, das bestimmt schon mal gesehen. Ich kann das Konten mal empfehlen. Da könnt ihr das miterleben. Und ja, wir wollten dann auch mal, ne, diese Totenkopfgeschichte machen, aber waren ja nur zu zweit. Ja, und dann haben wir eben halt diese netten französischen Mitspieler gehabt, die eben halt nichts Besseres zu tun hatten, uns zu attackieren, unser Schiff zu attackieren. Was dann eben halt nur in einen Krieg ausgeartet ist. Man hat dann die ganze Zeit gespawnt und dann gleich wieder los, den anderen zu töten, Schiffe zu versenken. Also das, ja, also es hat dann diese Mission, diese eigentlich, die man machen wollte, halt. Ja, man konnte sie nicht. Aber haben wir es aufgegeben, zu machen, unsere ganz normalen Missionskarten abgespielt und dann Feierabend gemacht. So einfach ist das, ja. Das hat aber, wie gesagt, ich denke, das hat die Franzosen auch nichts gebracht. Ich weiß nicht, ob die Mission am Ende dann geschafft haben, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich denke nicht. Das haben bestimmt andere gelöst. Die Mission. Aber die bestimmt nicht. So. Verkaufen. Oh. Laut der Ladung, sondern die Anträge aus dem anderen Ausposten geht. Oh Gott. Auf welchen Ausposten geht denn das? Hier sind wir gestartet. Aber es ist nicht für diesen Ausposten. Was soll denn das? Das habe ich mich geärgert. Haben wir unter Wasser gegluckert. Na super. Welcher Ausposten ist denn das dann? Ja, Entschuldigung. Ja, steht das hier, welcher Außenposten es ist? Falsche Taste. Golden Sands Außenposten. Na, Golden Sands. Okay, wo ist Golden Sands? Golden Sands müssen wir hin. Golden Sands. Goldener Sand, ne? Mal gucken, wo der ist. Da müssen wir dann hin. Black Sands. Das ist Golden Sands. Ich hoffe nicht so weit weg. Dicker. Ah, oh, wo ist ein Golden Sands? Ich ahne schon, ist wahrscheinlich weit weg. Und das ist dann sehr ärgerlich, weil diese Mission echt wenig Kohle bringt. Und man dann noch so weit fahren muss. Und wie gesagt, ein Außenposten auch noch. Lost Golden Fort ist das hier. Das ist auch für den Golden Fort passt nicht, ne? Golden Sands.
Muss Golden Sands. Blub, blub, blub. Golden Sands. Hier ist nichts. Dann gehen wir hier hoch. Ne? Auch nicht. Hier ist ja doch ganz in der Nähe von uns. Golden Sands. Hm, da ist das doch. Da ist das. Da wollen wir hin. Alles klar. Wir scrollen mal hier raus. Wir sind dort. Aber das ist nicht ganz so weit weg. Wir müssen nach Süd. Das ist der Norden. Südwest. Südwest müssen wir. Na super. Südwest. Südwest. Auf geht's. Nach Süden. Achso, einmal um die Insel herum ist einfacher. Da kommen wir dann automatisch auf den Kurs Südwest. So einfach ist das. Hm, ist das Wasser noch tief genug? Jetzt können wir uns hier ein Loch reinhauen. Aber schön actionreich, wenn man so ein Gefecht ist. Alleine oder zu zweit. Alleine ist man natürlich stressiger. Zeit ist das cool. Also, ne, Gegner schön umfahren und dann aus einem Kanon schießen. Ne, aus einer. Und also mit der Kreislaufvariante habe ich gute Ergebnisse erzielt. So, auf geht's. Ja, bitte. Nein, braucht das Fernglas. So, eine Schaufel. Ja, natürlich. So, fahren wir richtig. Schauen wir drauf. Ja, das sieht ganz gut aus. Wie gesagt, ach ne. Hm. Moment, kaum. Was, folgt uns da jemand? Nein. Ich sehe Gespenster. Nicht, dass ich runterfall. Es passiert, dass man auch immer runterglitscht vom Schiff. Das ist ja schlimm, dass man das Schiff einmal weitergleiten, dann kommt dann irgendwann diese Seejungfrau und spawnt man wieder auf dem Schiff. Ja, das ist kein Problem. Da ist ein Schiff voraus. Jo. Fährt in selbe Richtung. Der war ja auch dahin. Das kann ein Problem werden. Das könnte ein Problem werden. Ich wollte mit euch noch die Hühner abgeben. Ich hoffe, das schaffe ich noch. Und dann beende ich das Video. Und dann mache ich die Mission, eine Mission alleine weiter. Alles in. Weiß nicht, es soll auch doch keine große Dauereinrichtung werden. Mal gucken. Ich werde wahrscheinlich hin und wieder mal ein Video raus tun zu diesem Spiel. Ich spiele das fast jeden Tag. Ein bisschen. Damit das relativ gut entspannt hier. Schiff, das ist hergeschaukelt. Und was, ach, das ist ganz geil, das ist das. Ich liebe es. Ich mag das hier. Na, schön Musik machen. Ich sehe noch was voraus. Ja, wir sind direkt auf Kurs. Natürlich, wenn es mehrere Leute spielen, das ist noch geiler. Ja. In verschiedenen Instrumenten am besten. Das synchronisieren, das wird automatisch synchronisiert, wenn zusammen eine Gruppe steht. Das ist schon geil. So, ja, die Frage, ist er feindlich oder freundlich? Schauen. So. Wir legen ja gleich direkt dort an. Mach die Segel mal ein und ziehen hier. Ups, so weit abgelenkt. Und Anker wieder. Huch, das habe ich in der Taste gedrückt. Warte, legen kein so. Okay.
Ich werde es Hühner nur abliefern, so. Achso, meine Segel stehen noch da. Was soll denn das? Meine Segel sind noch hier. Das ist ja ein paar. Ich hoffe, er ist nicht. Ich hoffe, die sind feindlich gesonnen. Ja, weiß ich, müssen wir nicht weit. Huch. Ja, also wir müssen wie sehr sein, die mit Scharfschützengewehr auf mich warten und dann. War's das, ne? Nummer 1. Ja, ich komme ja schon. Schade, dass die Kisten dann auch gleich weg sind. Hoppla, ja, armes Hühnchen. So, Hühner sind es ja nicht gewohnt, unter Wasser zu sein, ne? So. Ich werde auch gar nicht Kontakt zu den anderen Spielern suchen. Weil, wie gesagt, ich traue hier keinen mehr. Zu viel schlechte Erfahrung. Mission erledigt. So, dann gehen wir gleich wieder. Können wir was von gebrauchen? Kanonkohl können wir mitnehmen. Bananen können wir mitnehmen. Okay. Tschüss. Und dann machen wir gleich die nächste Mission. So. So. Versprechen tun sie nicht, wenn ich über Voice, über diesen Voice Chat hier. Na gut, wir hissen und segeln. Auf geht's. Fahren wir direkt raus. Geradeaus einfach, passt schon. Ah, wollen die mich abfangen? Oder sind sie selber auch weggesegelt einfach? Ich sehe sie auch gar nicht mehr, sie sind auch weg. Ach, die sind auch weggesegelt, ist klar. Den Sonnenschein gegen. Ah ja. Dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Aber ich wollte für euch ja aufhören. Das reicht für heute. Alles klar. Habt euch wohl. Mal gucken. Vielleicht machen wir nächstes Mal eine Goldmission. Mal sehen, was es kommt. Alles klar. Ciao. Euer Jockel.